Als ich ein Kind war, lebte ich in einer sehr ländlichen Gegend und meine Familie war Bauer. Wir bauten Süßkartoffeln auf unserem Feld an. Aber eines Jahres kamen Wildschweine und fraßen alle Kartoffeln. Wir versuchten, sie mit einem Zaun aufzuhalten, aber die Wildschweine brachen durch den Zaun und kamen immer wieder auf das Feld. Nichts funktionierte. Nachdem er alles versucht hatte, beschloss mein Großvater, einen Teil des Feldes mit einem Zaun abzusperren. Ich beobachtete ihn und fragte mich, was er tat. Dann stellte er ein Schild auf dem stand: Hier gibt es Kartoffeln zum Sattessen. Ich dachte, das werden die Wildschweine niemals verstehen. Aber zu meiner Überraschung fraßen die Wildschweine in diesem Jahr nur diesen Teil und der Rest des Feldes blieb unberührt. Ich erinnere mich noch, wie erstaunt ich war, dass sogar Wildschweine unsere Botschaft zu verstehen schienen.